Eigentlich war es anders geplant, aber wir machen mal einfach ein bisschen weiter. Wir machen noch ein bisschen. Wir fahren noch mal Paint the City Black. Ein weiteres Rennen, wo es noch mal dicke Kohle gibt. 40. Der Wahltag steht vor der Tür und ich muss noch einiges klarstellen. Erstens, Stevenson ist nicht die Retterin von Dumbledore. Sie ist unser Versagen. Wir haben es nicht geschafft, sie für ihre persönlichen Rachefeldzüge, bei denen sie ganz nebenbei immer wieder die städtischen Mittel verschwendet hat, zur Rechenschaft zu ziehen. Zweitens, es ist noch nicht so, haut doch mal jetzt ab, alles zu ändern. Aber ihr sollt jetzt nicht einfach Holden Parker den Dritten wählen. Der Typ ist dümmer als ein Stück Brot. In Wahrheit haben wir keinen Kandidaten. Also setzt ein Zeichen. Gebt niemandem eure Stimme. Niemanden wählen? Mit Vergnügen. Mit wem rede ich überhaupt? Tess. Ja gut, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Tage rumkriegen. Jetzt sind wir, gehen wir Donnerstag rein. Ich glaube, das ist jetzt Donnerstag Nacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was ist denn heute los mit den scheiß Cops, ey? Aber schon die ganze Zeit? Es ist abartig viel los, was die Cops... Hast du nicht. Ja, es geht jetzt eigentlich nur rein darum, Geld, 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 Geld. Was anderes bringt jetzt erstmal nicht. Das ist das Ding hier auf der zweiten los, ja, ne? Rüdiger Chase. Shimizu. Die gibt mir auf die Säcke. Shimizu. Die Nummer hatten wir schon mal, oder? Vorhin? Irgendwann mal. Die 3000 wie so einer Scheiße, ey. Ich hab doch Dinger kaputt gefahren. Oder zähl diese Dinger nicht. Thank you.
Ich nehme nichts mit hier. Gerade an. Ich glaube auch nicht, dass es so gereicht hat. Not bad though. Don't get discouraged. You got this. You got this. Just remember, it's your time to shine. 51.000. Du jetzt von mir? Next up is the test to see who's the best. Let's see who got the whole city on lock. Rev up, gear up, burn out. Let's go! Warum kriege ich die nicht hin? Warum geht die Karre immer so weit weg? Oh ja! Ah ja, meine Fresse, mach halt! Ey, warum zieht der weg? Gefühlt zieht der einfach weg von dem Ding. Momentan bin ich Erster. So, 68.350, wir holen uns die Kohle.
So, jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Wir waren jetzt natürlich das Auto weg. Ganz klar. Aber wie gesagt, wir haben einige Dinge. Einige Ein letzter Job vor dem Rennen. Ein allerletzter noch, hä? Warum nicht? Ach komm. Befreien wir noch einen von Alex Wagen? Heute nicht. Hab einen seltsamen Anruf bekommen. Kein guter Start. Von jemandem, der sich The Blacklist nennt. Jess, Tess. Nicht gut. Wir sollen einen M3 GTR besorgen. Und uns auf viel Ärger gefasst machen. Das heißt nur, es waren nur das Level von 5. Und ich war los. Alles klar. Aber auch wenn wir mittlerweile so weit mit der Story sind, auch wenn wir jetzt den ganzen Ärger hatten mit der ganzen Nummer. Alle miteinander. Es ist toll, hier unter so vielen wunderbaren Menschen zu sein. Zuallererst möchte ich sagen, dass die derzeitige Amtsinhaberin nicht nur das Amt des Bürgermeisters beleidigt, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Nach meiner Wahl werde ich euch alle mit dem Respekt behandeln, den ihr verdient. Mr. Parker, was genau wollen Sie verändern, falls Sie gewählt werden? Also ich, hören Sie, also, wir dürfen nicht vergessen, warum wir alle hier sind. Und zwar, wir müssen uns auf das Wichtigste konzentrieren. Und das Wichtigste ist, naja, wichtig. Und das dürfen wir deshalb auch niemals aus den Augen verlieren. Unsere Freiheit. Befürchten Sie, dass Ihre mangelnde politische Erfahrung ein Problem darstellt? Vor langer, langer Zeit hat mein Vater mich zum Angeln mitgenommen. Er gab mir eine Angel und sagte, geh schon, fang ein Fisch. Bis dahin hatte ich Fische nur gesehen, wenn das Kindermädchen sie zum Abendessen kochte. Am Ende des Tages hatte ich keinen Fisch gefangen. Aber ich hatte jetzt einen lebendigen, wilden Fisch gesehen, den mein Vater gegen einen Felsen schlug. Und genau so werde ich das Bürgermeisteramt angehen. Oh oh. Klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich logisch. Ja, ich vermute, wie gesagt, die ganzen Safehäuser, dass das mit Tests zu tun hat. Dass wir weniger haben. Was ist denn heute los mit der Nacht, ey? Entschuldigung. Man merkt einfach, dass ich müde bin. Aber ich werde euch jetzt sowieso noch ein bisschen was gleich aufnehmen. Warum ist denn hier unten? Nein, ich fahre keinen Drift drin. Ja. Oh! Ein M3 GTR, natürlich, jetzt was sinken können. Aber ich habe nicht drauf gekommen. M3 GTR LE aus dem Jahre 2005, aus dem Need for Speed, Most Wanted. Wir müssen unbeschädigt das Auto abliefern. Im Idealfall die Kopf so schnell wie möglich loswerden. Okay, hab den M3. Jetzt noch die Polizei loswerden. Ich bleib jetzt erstmal weg von der Tankstelle, weil ich brauche die. Ich muss jetzt gucken, dass ich mal ein bisschen ins Offroad gehe. Das sollte sie aufhalten. Aua! Was ist das denn hier? Ja, Hilfe. Das Ziel glaubt wirklich, uns abhängen zu können. Wir machen nicht mehr lange mit, Leute. Achtung, Subjekt unterwegs Richtung Lake Virgil. Zentrale.
Zumindest mal einer noch, plus der Heli. Weil der Heli auch gleich weg ist. Ich war nicht so gut. So, zumindest sind wir mal die Cops los. Jetzt brauche ich eine Tankstelle. Klar doch. Ja, der Scheiß hier, die dreht wieder ab oder was? Das Problem ist natürlich, der ist jetzt genau über der Tankstelle. Bisschen also die Karte jetzt beobachten, weil so, kann man, so möchte ich das Auto nicht abliefern. Wie viel haben wir denn? Ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir haben. Wir müssen jetzt gucken, dass wir dieses Auto abliefern. Das sind nämlich nochmal 40.000, die wir jetzt abkriegen. Wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich nur die Kohle zusammenkriegen und dann irgendwann an das Gwent gehen. Und dann sind wir durch für die mit den Need for Speed Unbound. Meines Wissens. Da ist noch eine Stelle. Da ist ein scheiß Kopf, ich krieg die Matten. Bis jetzt. So, Auto repariert, Auto wieder vollständig, 30.000. Weiß ich aber jetzt tatsächlich noch die komplett. Aber 30.000 ist der Wert. Ja. Wir kriegen wahrscheinlich mehr Kohle als. Ich glaube 40.000, was war das oder so? Was haben wir hier? Ach, hier ist ein Zwart oder was auch immer, ja, diese Spezialeinheit. Schon abartig, was momentan an Cops unterwegs ist. Oh, hier ist der nächste gewesen. Wie viel haben wir denn? Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Ein paar. Aber nicht mehr so viel. Jetzt kommen wir x Kilometer da. Warte mal, ich muss jetzt gucken, wo ich den. Kann ich den Kopf umfahren? Genau, du bist ab, Kollege. Und da kommt der Kollege. Ich krieg grad echt momentan echt die Motten. Also was ich momentan zusammenfahre, beziehungsweise die Ergebnisse bekommen. Gut, wie gesagt, ich erkläre jetzt, warum der ASAP mir momentan so wegziehen kann auf den Schrecken, weil der fährt gefühlt 10 km schneller als wir. Warte. Ich muss mal gerade eure Autos hier wegschieben. Verpisst euch mal gerade. Alter, abwärts von mir. Das ist so ein Kotzen. Ey, ernsthaft jetzt? Weil eure Scheißkarren da stehen, habt ihr mir die Kotz machen? Ihr habt mir nicht ernsthaft jetzt die. Ja, Gott, ey, ich hab's. Ach,
Ach, ernsthaft, ey. Kopf, verpiss dich. Ich war doch schon safe. Nein, wir haben unser Auto zugepackt. Das sollte sie aufhalten. Ja, das könnte aber noch mehr können. Okay, ich bleib jetzt hier. Verpiss dich jetzt nicht von mir mit dem Scheißkopf. Ach, ernsthaft, ey. Der kreist jetzt über dem Safehouse oder was? Verpiss dich mit deiner Scheißkarre. Lass mich in Ruhe. Meine Güte, was für ein Ding, ey. 40.000, ja, wir haben's. Irgendwie haben wir es dann doch hinbekommen. Hey, gute Arbeit. Der Kunde ist echt froh über das Auto. Ich habe zu viele dieser Jobs erledigt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das schon mal gemacht habe. Hab noch ein paar Infos drüber rausgefunden. Ach ja? Dieser Typ kam gerade aus dem Knast und wollte unbedingt sofort dieses Auto. Naja, jetzt hat er es. Das ist abartig, was hier momentan an Tiefhäusern geht. Ich höre nie wieder was von ihm. Der klang ziemlich fies. Bei manchen dieser Jobs bewegen wir uns echt am Limit. Das fühlt sich auch für uns etwas zu gefährlich an. So, viele Dings müssen wir jetzt nicht mehr fahren. Wir versuchen jetzt irgendwie auf den Freitag umzubasteln. Dann haben wir dann, und dann fahre ich Samstag und dann sind die 200.000 kriege ich zusammen. Gut, bin ich jetzt vom Gas gegangen. Weil ich jetzt mehr oder weniger auch Feier machen werde. Und wir uns dann schon in der nächsten Folge wiedersehen. Nein, noch nicht mit dem Finale. Das dauert doch ein bisschen. Aber nicht mehr viel. Zwei Folgen vielleicht noch. Ach ja, Alter. Klar, pack deine Scheiße. Das ist wie gesagt immer typisch. Da pack ein Auto, ich muss leider nicht rein. Ja, safe. So, naja, wie gesagt, wir machen mal einen kleinen Kaffee. Kommen wir jetzt denn am Freitag oder so, ne? Wenn du es richtig im Kopf hast. Wir haben ja schon wieder ein bisschen Kohle zusammen. Also viel ist es jetzt nicht mehr. 130.000, 70.000. Die in unserer Stadt ihr Unwesen treiben, ist meine Botschaft offensichtlich noch nicht angekommen. Heute Nacht wird das LPD in höchster Alarmbereitschaft sein. Was auch immer diese Hooligans vorhaben, wir sind bereit. Warum sagt die wir? Als ob die irgendwas tun würde. Kiddo. Kannst du dir vorstellen, wie Stevenson in dem Crown Vic angefahren kommt? Ja, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder dabei. Let's play Need for Speed Unbound. Und dann gucken wir mal. Wir haben jetzt tatsächlich Freitag her. Genau, den Freitag müssen wir noch irgendwie rumkriegen. Die paar Rennen fahren wir noch. Big City Live. Das kriegen wir auch noch hin. Hoffe ich zumindest. Irgendwie. Keine Ahnung. Und ja. Was haben wir hier oben noch? Halt für sieht, die hätte ich nicht gemacht. So, A plus. Ja, egal. Wir machen es definitiv in der nächsten Episode weiter. Verdienen die restliche Kohle. Und dann geht's. Ja, 2, 3 Folgen geht's dann los mit dem Finale, dem Grand. Hier bei Let's Play Need for Speed Unbound. Bis dann, tschüss.